Es ist ein großer Tag für mehr als 50 junge Menschen, die an diesem Septembermorgen mit der Ausbildung zu Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern beginnen. In 3 Jahren wollen sie sich einen Umfang an theoretischem Wissen aneignen, der unter den Ausbildungsberufen beispiellos ist. Es ist sehr viel Theorie, das ist richtig. Es ist auch ein straffer Zeitplan, den wir unterliegen. Wir unterrichten hier in 4 bis 5 Blöcken zu je 6 Wochen. Und dann gehen die Schüler einfach wieder in die Praxis, um praktisch das umzusetzen, was wir ihnen auf dem theoretischen Wege mitgegeben haben. Es ist schon sehr straff, die 3 Jahre. Da ist ein umfangreiches Wissen dann zustande gekommen. Bis die künftigen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner eigenverantwortlich am Patienten arbeiten, durchlaufen sie auch in der praktischen Ausbildung unterschiedliche Bereiche. Dazu gibt es eine enge Verzahnung zwischen Fachschule und Kliniken. Das ist mir sogar sehr wichtig, oder uns als medizinische Berufsfachschule. Wir sind einfach ein Baustein in dem ganzen Elbland-Klinikum, in dem Verbund. Und mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir eng miteinander arbeiten, um sowohl Theorie wie auch Praxis gut zu verwirklichen, um auch dem Auszubildenden zu zeigen und die Chance zu geben. Hier passt also alles zusammen. Wir arbeiten gern miteinander und vor allem wir kommunizieren auch miteinander, sodass der Auszubildende immer an der richtigen Stelle seine Fragen, Sorgen und Nöte loswerden kann. An ihrem ersten Tag hatten die neuen Azubis jede Menge organisatorische Aufgaben zu erledigen. Die Klassenlehrer und Fachpädagogen wissen, dass es bereits auf die ersten Tage der Ausbildung ankommt. An ihrer Spitze steht mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres eine neue Leiterin. Ich bin im Ursprung Berufs- und Wirtschaftspädagogin. Ich habe bis Ende Juli noch am BSZ in Meißen unterrichtet, im Bereich Wirtschaft, Verwaltung und Recht. Habe dort mehrere Berufsgruppen begleiten können, auch in der Klassenleitertätigkeit. Und habe dann relativ spontan zugesagt, dass ich gern diese Schulleiterstelle hier übernehmen möchte, weil einfach auch das Feld für mich sehr interessant ist, die Gesundheits- und Krankenpflege, einfach für mich persönlich aus dem Ehrenamt entstanden. Also ehrenamtlich bin ich auch in dem Bereich tätig. Seit ihrem 15. Lebensjahr ist Madeleine Güldner in der DLRG aktiv. Mit Blick auf ihre neuen Auszubildenden wünscht sie sich, dass sich jeder bewusst ist, künftig einen anspruchsvollen Beruf in der Pflege von Menschen ausüben zu wollen. In erster Linie sollte er authentisch sein, er sollte mit Empathie an seine Ausbildung herangehen und sollte natürlich mit gewissem Verantwortungsbewusstsein alle Aufgaben, die ihm übertragen werden, umsetzen. Das wäre das Ideale.